Kann mir von euch jemand erklären, weshalb man hier so dringend erscheinen muss? Mensch, Opa, weil ihr heute richtig der Bär steppt. Oh, bin ich aber gespannt. Ja. Leo. Na? Oh, hier ist ja richtig was los. Ja, ist ja auch kein Wunder bei dem Programm heute, oder? Heute spielt eine junge Künstlerin, die ihren Song das erste Mal live auf der Bühne präsentiert. Echt? Ja. Wie krass. Ja, ist schon verrückt. Weil wir doch gerade heute davon gesprochen haben, dass das eigentlich dein großer Traum ist, oder? Und wann geht's los? Naja, sobald die Künstlerin dafür bereit ist. Ah, du! Ich? Tja, dein Abend, dein Publikum. Nee, das kann ich nicht. Leo, jetzt bleib doch mal hier. Na klar kannst du das. Und woher weißt du das? Weil, naja, ich kann auch alles. Ich kann alles seitdem wir zusammen sind. Mensch, Leo, du schaffst das, okay? Jetzt entspann dich, tief einatmen, ausatmen. Ich sitze da hinten, okay? Los. Hi. Danke. Ich singe heute einen Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Danke selber. Ich hab vor einer halben Stunde meine Bewerbung für die Pilotenausbildung abgeschickt. Solltest du hier noch öfter spielen lassen, bevor du sie nicht mehr bezahlen kannst. Hammer Stimme, oder? Hallo, Christian. Ah, hey, Frank. Bist du dienstlich hier? Ja, leider. Sagen Sie, bei Ihnen wohnt zurzeit eine Leonie Richter, stimmt das? Ja, gibt's ein Problem? Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, wo wir sie finden können? Oben in Ihrer Wohnung ist sie nicht. Ja, sie hatte gerade ihren ersten großen Auftritt. Wahrscheinlich ist sie bei ihrem Freund. Timo Mendes? Ja. Und den finde ich wo? Na ja, der wohnt mit seinem Vater auf Königsbrunn. Super, danke. Ja. Was ist denn überhaupt das Problem? Tut mir leid, Sie werden verstehen, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Tschüss. Tschüss, wir sehen uns beim Training. Tschüss. Tschüss. Die Fritsche, es war die dümmste Idee aller Zeiten. Ausgerechnet Fritsche mit diesem Spicker loszuschicken. Das nächste Mal mache ich selbst. Oh, das reinste Vergnügen mit den Studenten. Oh ja. Und Charlie hat das alles gewusst? Ja, wozu hat man Freunde? Ja, dafür, dass man sich vor ihnen in Acht nennt. Also, wenn ich aufgeflogen wäre, hätte ich mir die Prüfung an den Hut stecken können. Obwohl der Professor, da wollen wir uns mal nicht täuschen, uns sehr wohl hätte auffliegen lassen können. Weiß der Teufel, warum er es nicht getan hat. Ja, Andi, glaubst du im Ernst? Er hat unser Affentheater nicht durchschaut? Hast du eigentlich überhaupt irgendwas geschrieben? Dein idiotischer Stromausfall, der war für mich letztendlich wie ein
kathartisches Erlebnis. Ich habe geschrieben wie in Trance. Jetzt ja mal den Sekt aufmachen. Oh, nein, 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 nein. Das ist zu früh. Hier hat bis jetzt noch niemand irgendetwas bestanden. Was war denn überhaupt los mit dir? Woher kam denn dieser Blackout? Ach, ich... Meine Enkelkinder, ich... Sie sind, glaube ich, in Schwierigkeiten. Ich hatte einfach keinen Kopf frei dafür. Ja. Dein Schwiegersohn, der war übrigens gerade da. Dieser Arzt, er sucht Timo. Timo? Wieso das denn? Ich habe Timo gesehen und dieses Mädchen. Was? Warum hast du das nicht schon eher gesagt? Ja, ich weiß so, wie das ist, wenn man keinen Bock auf seine Eltern hat. Auf jeden Fall hatten die so Rucksäcke an. Ich glaube, die wollten verreisen. Entschuldigt mich. Echt mal sehen sollen. Der war immer noch völlig fertig, weil wir ihm den Spickzettel untergejubelt haben. Dabei lief das echt wie geschnitten Brot. Ja, weil er Glück hatte. Echt, dich als Handwerker in die Uni einzuschleichen und mitten in die Prüfung zu platzen. Woher hast du denn die bekloppte Idee? Na, nicht alles so spießige Spaßbremsen sein wie du. Leute, ich hab Hunger. Ah, hat jemand Bock auf Pizza? Bin dabei. Ja. Hey, okay, dann. Du rufst an und du... Schreib's auf. Also, ich hätte gern eine Pizza mit Garnelen, Brokkoli, extra Käse und Schinken. Und einmal Pizzabrötchen, bitte. Für mich die Pizza mit Sardellen und Tomate. Dann hätte ich gern einmal Quattro Stagioni mit extra Mozzarella, bitte. Quattro was? Quattro Stagioni. Vier Jahreszeiten? Was ist denn da drauf? Du, alles mögliche. Artischocken, Schinken, Oliven. Ist ja auch völlig egal, oder? Schreib's einfach auf. Oder willst du eine Zeichnung malen? Also, das bisschen kann man sich ja wohl merken, ne? Aber mach dir nichts draus, wenn du das nicht kannst. Für einen Doktortitel muss man auch nur abschreiben können. Du bist dran, Süße. Ja. Ich hab Hunger. Jetzt mach schnell, sonst weiß ich nicht mehr, was ich... Dann Spinat und Mozzarella. Na, endlich. Ich geh mal Olli fangen, ob er auch was will. Ja, ich helfe ihr, um besorgt was zu trinken. Was? Beeilt euch. Was? Ich dachte nur, ich würde dir gern helfen, wenn ich dürfte. Ich weiß, es war eben total unsensibel von mir, es so anzusprechen, aber... Sag mal, soll ich es dir buchstabieren? Ich kann lesen und schreiben. Ich bin nicht dumm. Das habe ich auch nicht gesagt. Mein Gott, ich habe mir ein Märchen ausgedacht. Wow, und ich kann mir vier verdammte Pizzen merken. Jetzt komm schon. Zu deiner Info, ich habe früher mal in einer Pizzeria gejobbt. Also, sollst du aufhören, diesen Uber-Papi zu geben? Jessica? Ich hab dich nach diesem Schild gefragt. Du hast mir gesagt, da steht irgendwas von Happy Hour drauf, aber... Alles in Ordnung? Klar. Was soll denn sein? Wieso schleicht uns überhaupt hinterher? Hast du Schiss, dass er lieber Zeit mit einer Frau verbringt, die was zu bieten hat? Hm? Oh, nicht so doll schütteln, sonst fällt da noch was runter. Nein, ich will lieber eine Pizza Hawaii, falls du dir das merken kannst. Warte, eine süßliche, blasse Pizza für eine süßliche, blasse Frau? Ha, kann ich mir merken. Ich glaube, ihr geht's gerade nicht so und deshalb haut sie so um sich. Klar. Schön, dass du dich so gut mit ihr verstehst. Ihr habt doch gerade über irgendwas geredet. Warum ging's denn da? Wir haben einfach nur geredet. Also du glaubst, es hat immer noch was mit der Waldhütte zu tun. Da ist nichts passiert. Jetzt gönnen wir doch ein bisschen Eifersucht. Jessica. Jessie. Was guckst du so bescheuert? Soll ich dir etwa beim Putzen helfen? Nein, aber vielleicht kann ich dir ja helfen. Was soll jetzt diese bescheuerte Frage? Naja, mit deinem... Leider keine Chance. Du musst deinen freien Tag ohne mich verbringen. Ich habe zu viele Termine. Wie, du hast heute frei? Dann können wir doch zusammen aufs Gestüt. Unsere Karre steht doch noch da rum und
Im Vergaser krieg ich allein nicht hin. Ist echt cool von Hagen, dass du euch dem Wagen Schuppen unterstellen lässt. Und das sogar für Lau. Das wäre ja noch schöner, wenn unsere Mitbewohnerin mit ihm schläft. Also, was ist jetzt? Ja, klar. Cool. Sehe ich dich dann später noch auf dem Kaffee? Vielleicht. Ciao. Kannst du mal aufhören, hier rumzuposaunen, dass ich nicht richtig lesen kann? Olli hat mich gerade angeschaut, als wäre ich bescheuert. Das habe ich doch gar nicht. Gut. Denn wenn du irgendjemandem von meinem angeblichen Problem erzählen solltest, dann sage ich deiner Birne, dass wir in der Waldhütte nicht nur um unser Leben gekuschelt haben. Aber das stimmt nicht. Na und?